Oh ja, er sieht nice aus. Das finde ich gut. Bisschen wie Lavados von Pokémon. Oh ja, ist schon cool, ist schon cool. Und Feuerphönix. Mega. Also vom Design her, mega gut. Na, du Süßer. Hat dich Dumbledore hierher geschickt? Nein, hat er nicht! Pergamentown Nummer 3. Was denkt ihr, wie viele Pergamentown wird es geben insgesamt? Also 4 wäre ja irgendwie so eine typische Zahl, aber ich vermute fast, es gibt sogar noch mehr. Obwohl 4 Elemente, wird schon passen, ne? Wir haben jetzt Erde, Wasser und Feuer. Da muss noch Luft irgendwie kommen. Und ja. So, okay, der sieht erstmal ganz normal aus. Am besten, ich habe auch, ne, ich habe 3 Züge. Nö, wir gehen nach oben, wir holen uns eine Aktion mehr. Und greifen ihn dann 2-mal an. Ja, ich glaube, das passt. Das ist jetzt zwar sehr, sehr einfach gehalten, aber gut. Okay, normale Stiefel dürfen wir wahrscheinlich nicht machen. Heißt, Eisenstiefel for the win. Und nochmal, ich hoffe, das funktioniert auch. Und wir verbrennen uns nicht oder so. Oh mein Gott. Okay, wir machen gar kein Damage. Okay, ich glaube, wir brauchen wieder Pergamentorn-Action. Und meine Eisenstiefel sind kaputt. Was passiert jetzt mit meinem zweiten Angriff? Auf dem Spielfeld sind jetzt flammende Federn. Und meine Stiefel sind kaputt, deswegen darf ich jetzt nicht noch ein zweites Mal angreifen. Ja, moin. Das ist ja richtig unfair. Feuersturm-Attack. Okay, da kann ich wahrscheinlich nicht mehr rüberlaufen, ohne Schaden zu bekommen. Toll, aber eine dieser Federn ist einfach genau vor mir. Die sind auf jedem Teil, den ich nutzen könnte. Müssen wir mal gucken. Aber ich kriege auf jeden Fall Schaden. Okay, wir laufen einfach weiter. Und vermutlich, wenn mehr als einer dieser Splitter da liegen, dann kriegt man auch mehr Schaden. So, Faltkreis. Ich bin gespannt, ob wir die überhaupt benutzen können, weil das sind ja jetzt einfach nur unsere Hände. Und er brennt halt einfach trotzdem vielleicht. Aber wir schlagen ihn. Aber tun uns aber ja auch selber weh. Fuck. Ja, und jetzt? Ja, Faltarme sind scheiße. Oder hat er Damage bekommen? Ich glaube, wir haben beide einfach Damage bekommen. Kann das sein? I don't know. Das ist schon ganz schön... Oh, Alter. Das ist schon ganz schön assig, dass er allgemein erstmal aus Feuer besteht. Dass man quasi gar nichts machen kann gegen ihn. Und zweitens, dass wir nicht mit unseren Händen rauf können. Und wie viele von diesen flammenden Federn er jetzt dahin gepackt hat. Okay, ich glaube, ich brauche wirklich mal einen Tipp. Öffne doch eine Schatzkiste, wenn du keine brauchbaren Felder siehst. Ja, toller Tipp. Das ist ein Scheiß-Tipp, ist das. So, und wir nutzen jetzt mal einen Eishammer. Wie wär's denn damit? Ist das ein Hammer? Oh, den kann man doch nicht werfen, ne? Sonst wäre der Eishammer natürlich mega gut. Ja, scheiße, das bringt mir alles nichts. Okay, Glitzer-Eisenstiefel, let's go. Die funktionieren wenigstens ohne, dass ich Schaden bekomme, aber so richtig Damage machen wir halt auch nicht. Ich weiß nicht, so wird das mega lange dauern. Eigentlich müssten wir noch irgendeine Attacke haben, die mega zusetzt. Ich weiß legit nicht, was ich hier machen soll, ohne viel Schaden zu bekommen. Ich werde jetzt schon 24 Damage bekommen, einfach weil ich gerade auslaufe. Okay, wir werden trotzdem nochmal mit den Faltarmen kämpfen und ich achte jetzt mal drauf. Ach du Scheiße, ey. Wir sind gleich schon tot. Wir achten jetzt mal drauf, wie viel Schaden wir insgesamt machen. Also wir kriegen 8 Schaden, aber er sollte auch Schaden bekommen, oder nicht? Lass mal gucken. Ich hab's nicht mal getroffen? Er war zu weit weg? Ich stand ganz vorne dran und war zu weit weg? Are you fucking serious? Oh, warte, guck mal, er kriegt Schaden, wenn er seine Feuerdinger da rausschnubbelt. Ah, okay, das ist ja gut. Das heißt... Unser Hauptaugenmerk sollte eher darauf liegen, dass wir keinen Schaden bekommen und einfach nur überleben. Okay, wir kriegen richtig viele Leben dazu. Wir kriegen volle Leben. Nice. Klar, wir haben jetzt 1000 Münzen dafür ausgegeben, aber das ist schon okay. Dann lass doch einfach mal so eine Kiste öffnen. Klingt für mich eigentlich ganz geil. Und wir landen dann trotzdem auf den Angriffsding. Ja, passt. Ich bin zufrieden so. In der Kiste haben wir... Ah, die Wasser-Pergamentor-Dinger. Oh mein Gott, ja, die sind natürlich mega stark. Die werden wir garantiert auch noch einsetzen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken. Aber ich fand meine Idee eigentlich auch nicht so schlecht, weil jedes Mal, wenn er seine Feuerfedern da raushaut, kriegt er... Oh, ja, ich habe nicht darauf geachtet. Kriegt er halt auch mega den Damage. Wäre auch eine Idee gewesen. Aber klar, mit dem Wasser-Pergamentor hat er natürlich gar keine Chance. Am besten geradeaus. Dann müssen wir aktivieren und jetzt muss... Der normale Angriff hier noch weg. Am besten so, dass ich kein Damage bekomme. Kiste kann man ja mitnehmen, ne? Glaub schon. Und dann schön mit Wasser-Pergamentorn. Ja, 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 ja. Das wird gut, das wird gut, das wird gut. So, jetzt spüre die Kraft des Wasser-Pergamentors.
Der muss tot sein. Also wenn das jetzt nicht 8 Milliarden Damage macht... 2? 2 Damage? Okay, aber wir haben zumindest alles gelöscht. Und er brennt nicht mehr. Er brennt nicht mehr. Er ist auf dem Boden. Und jetzt können wir doch easy peasy mit dem normalen Faltkreis hier angreifen. Sollte jetzt möglich sein. Ich schlag dich tot, 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 tot. Langt einfach nicht, scheiße. Was machst du? Oh nein, er hat sich wieder entfacht. Huch. Oh nee. Hat er sich geheilt? Er hat wieder volle Leben. Are you fucking serious? Und er ist noch stärker als vorher. Und ich wollte gerade schon sagen, hoffentlich ist er nicht so wie dieses Wabba-Ding, der einfach mit einem Leben überlebt hat. Aber er ist ja noch schlimmer. Er überlebt nicht nur mit einem Leben, sondern er überlebt mit vollem Leben. Ja, GG. Aber jetzt wissen wir ja, wie wir ihn vernichten. Deswegen, Wasser-Pegabator! Lubber-Attacke! Oh, das sieht... Nee, sieht genauso aus. Also dadurch kriegt er an sich nicht viel Schaden. Durch die Faltarme auch nicht. Okay, aber so ein Eishammer sollte gegen den auch mega gut sein. Komm, wir setzen zweimal den Eishammer ein. Wenn er auf dem Boden liegt, kann man ruhig mal mit dem Eishammer drauf. 2 Damage. Toll. Der hätte ich jetzt aber mehr erwartet. Ach, das ist doch scheiße. Wir müssen wirklich mit den Faltarmen Sachen machen. Und ich habe jetzt wieder keine Leben. Belastend. Ich muss ihn jetzt halt immer mit den Faltkreisen angreifen. Aber es macht halt wirklich einfach gar keinen Damage. So. Das ist schon voll belastend. Okay, 10 Sekunden. 10 Sekunden auf ihn auf. Ramhauen. Richtig Sport hier. Hey, ich weiß nicht, was ich gegen ihn mache. Er heilt sich immer wieder voll. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu behindert für diesen Boss. Ich habe schon wieder keine Leben. Alter! Kannst du dann mal aufhören irgendwie? Let's go again. Aber wir nutzen jetzt unser Pergamenton 1 Teil für die Faltarme. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Also damit machen wir ihn halt den Damage, ne? Das ist die Sache. Aber wenn das kein permanenter Damage ist, das ist halt echt schwer. Jetzt holt er sich wieder volle Leben. Was soll ich denn machen? Ich bin hier im Teufelskreis. Hat er einfach wieder volle Leben. I don't know. Oder ist das Ziel wirklich zweimal das Wasserpergamentor auf einmal zu benutzen? Also wenn er am Boden ist, nochmal Wasserpergamentor Action zu haben. Wenn er sich jetzt wieder auf... Ey, ohne Witz. Ohne Witz, ich habe gar keine Ahnung. Der ist voll OP. Ich da muss ihn erst normalen Damage machen mit meinen Schuhen und so. Ihn so runterbringen, weil er tut sich auch selber weh mit seinen Federn. Und dann Wasserpergamentor machen, wenn zu viele von seinen Federn auf dem Spielfeld sind. Und dann mit den Faltarmen drauf. Dann stirbt er. Okay, so, das machen wir jetzt. Ja, also bisher hat das schon mal sehr gut funktioniert. Es ist leider schon sehr, sehr viel Stuff auf dem Spielfeld. Von seinen komischen Federn. Ich werde mir jetzt einfach nochmal Leben holen. Klar, ich werde ein paar Leben verlieren, aber ich werde mehr Leben haben. Das Wasserding ist jetzt schon an. Ich greife ihn nicht an, weil eben sind auch noch meine Stiefel kaputt gegangen und so. Also ich kann ihn eigentlich gar nicht mehr angreifen, außer mit meinem Wurf hämmern. Aber er verletzt sich halt die ganze Zeit selber. Das ist halt das mega geile. Jetzt ist die Frage, wie lange wollen wir das durchhalten? Ich werde zu viele Leben verlieren, wenn ich hier jetzt zu lange noch auf dem Spielfeld bleibe, während diese ganzen Feuerdinger da noch sind. Heißt, ich gehe hier einfach noch einmal nach vorne, hole mir nochmal die Lebende ab. Er wird noch einmal sein Feuergedöns machen und ab der nächsten Runde können wir ihn dann mal mit dem Wasserpergamenton angreifen. Ja, ich glaube dann... Ja, ab jetzt sollte das wirklich lang. Ab jetzt sollte das lang. Meine Güte, ey, aber was ein Boss! Und ich habe mich erstmal die ganze Zeit im Kreis gedreht. Das ist echt schlimm gewesen. Ein bisschen dumm. Guck mal, jetzt sind auch so viele Dinger drauf. Auf den Teil. Wie viel Damage wird das machen? Also ich zähle 5. Wehe, das macht mehr als 40 Damage, weil... ja. Wäre nicht ganz so geil, muss ich sagen. Wasserpergamenton. Haben wir noch irgendwie Leben oder so? Nee, ne? Oh Gott, okay. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich da durchlaufe. Ne, ich kriege genau 40 Damage. Nochmal 8. Oh, okay, war knappi. Diesen 8 habe ich nämlich gar nicht mit einberechnet. Nur noch 10 Leben. Aber jetzt einmal Wasserpergamentor-Action. Nein! Ich krieg Damage, ne? Ich krieg... nein! Ich krieg Damage! Ich glaube, ich bin einfach tot. Der ist am Boden.
Aber ich habe zu viel Damage bekommen und der schlägt mich jetzt einmal weg. Und ich glaube, er macht mehr als 10 Damage. Ich muss jetzt ausweichen. Ja, fuck. Und ich habe keinen Pilz. Scheiße. Ich hatte es raus und bin dann trotzdem so dumm. Ich hätte nochmal 1000 Münzen einsetzen sollen. Okay, Leute, das hat keiner gesehen, was eben passiert ist. Ich habe ihn jetzt schon gut runtergehauen. Hol mir jetzt noch ein paar Leben, damit er mich nicht tötet, sobald ich das Wasser-Pergamentor einsetze. Und dann sollte der in dem nächsten Zug durch die Faltkreisarme tatsächlich endlich tot sein. Also wenn man weiß, wie man ihn besiegen soll, dann ist er wirklich gar nicht so schwer. War ich eigentlich in der ersten Runde zufällig schon auf der richtigen Spur? Ist schon witzig. So, und alles, was ich jetzt machen muss, ist einfach nur geradeaus zu laufen, Pergamentor-Teil zu aktivieren und ihn dann mit diesen Faltarmen kaputt hauen. Kriegst du noch ein paar Leben dazu, das ist ein nettes Extra. Und wenn das jetzt nicht langt mit den Faltarmen, dann raste ich aber völlig aus. Das muss jetzt einfach lang. Wenn das nicht lang, bin ich sauer. Bin ich wirklich sauer. So, let's go. Bitte lang. Greifen. Rupfen! Du wirst gerupft, du komisches Vogelfiech. Krone weggenommen. Mann, ey, der war so nervig. Die Aufnahme geht eine Stunde. Eine Stunde! Ja, sorry, dass ich dir deinen Kranz da weggenommen habe, aber du warst echt böse. Das hast du verdient. Stirb einfach, explodier und komm nie wieder. Ich hasse dich. Das sieht aber hübsch aus. Oh, es ist nur ein Buch. Sah erst voll cool aus, aber ist nur ein Buch. Ist nur ein Buch, Leute. Chillt mal, ist nur ein Buch. Olivia, verwandle dich. Schick. Ultra nice. Ey, so ein Lavados im Team ist schon nice, wenn man's hat. Musst du das wirklich anzünden? Ich weiß ja nicht. Jetzt brennt doch die Treppe. Glaub, das so schlau ist. Wie süß. Ach, wie süß, Olivia. Ich habe all das Feuer in mein Herzen herausgelassen. Sieh dir das an. Na gut, Olivia. Das ist ein Aufgang eines Königs würdig, der ich es eines bin. Ja, ja. Okay, also der Boss war wirklich schwer. Wirklich schwer. Ich fand ihn schwer. Und dementsprechend fand ich ihn auch cool. Aber ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Wie es hier weitergeht, ob wir jetzt noch weiter in den Vulkan reingehen oder was auch immer hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Boss fandet. Ich fand ihn sehr gut. Das war der beste Pergamaton, den wir bisher hatten. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss.